Also, ich war noch nie wirklich politisch interessiert. Ich habe natürlich einiges aus dem Geschichtsunterricht mitbekommen. Aber live miterlebt habe ich echt gar nichts. Ich war ein paar Mal im Checkpoint Charlie Museum und habe mir auch gerne West Side Gallery angeschaut. East Side? East Side Gallery? Ja, aber sonst habe ich nie viel mitgekriegt. Ich weiß noch, wie ich damals dann mit meinem Vater ab und zu unterwegs war und dann so, oh, jetzt sind wir im Osten. Und dann, ach so, okay, ja, krass, hier ist der Osten. Aber also es, ja, hat mich nie irgendwie beeinflusst oder so. Kannst du das irgendwie zu? Hast du noch ein Gefühl für Ost-Berlin und West-Berlin oder hast du da eigentlich kein Gefühl für? Ja, doch. Also ich hatte immer das Gefühl, dass Ost-Berlin sehr viel trister und grauer war und weniger Menschen auf der Straße. Auch gerade die Teile, die ich dann damals besucht habe. Ich will das jetzt nicht über einen Kamm scheren, aber mir ist es immer ein bisschen eintöniger aufgefallen als halt gerade auch die Ecke hier. Ja, aber die ist auch sehr lebendig, deswegen. Deine Eltern kommen beide nicht aus Berlin, oder? Nee, meine Mutter kommt aus Hamburg und mein Vater aus Darmstadt. Das heißt, ihr habt auch keine Verwandtschaft in Berlin, oder? Also, ich habe keine Großeltern in Berlin, nee. Aber also meine Großmutter war Berlinerin, bevor sie nach Hamburg gezogen ist. Ah, fühlst du dich als Berliner, oder? Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie man mehr Berliner sein könnte. Warum? Weil ich mein ganzes Leben hier verbracht habe.